Herzlich willkommen, liebe Radsportfans. Die Radstraßensaison 2017 biegt in die Zielgerade ein. Der Grand Prix in Gradwein und Straßengel vor den Touren von Graz ist der vorletzte Bewerb der diesjährigen Radbundesliga-Saison. Der Slowene Mugali von der Amplatz-Mannschaft steht ja als Gesamtsieger der Einzelwertung bereits fest. Für Ricardo Zeudl und seine Welser Mannschaft geht es noch um Platz 2 im Duell mit dem Deutschen Helmut Trettwehr. Für diesen Klassiker gibt es heuer auch eine neue Streckenführung. Das wird das Ganze besonders interessant machen. Ricardo Zeudl und seine Teamkollegen finden nämlich auch eine neue Bergwertung heuer auf diesem Rundkurs vor. Ricardo Zeudl, zweifacher Sieger hier in Judendorf und Vorjahrsieger, Titelverteidiger, damals im Trek-Trikot, mehr oder weniger allein unterwegs gewesen. Wie schaut es denn heute aus? Haben Sie eine starke Mannschaft oder ist das Team auch, wie so viele andere, noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen? Ja, ein paar sind schon noch jetzt vor letzter Woche ein wenig angeschlagen, aber ja, wir versuchen, dass wir gut Rennen abliefern und ja, im Endeffekt, was dann ausschaut, werden wir sehen, aber ja, also ich bin schon sehr motiviert dafür, mir taugt das Rennen sehr und ja, werden wir sehen. Ja, die Form stimmt, der fünfte im Ötztaler Marathon, dann in der WM nominiert, also sollte ja eigentlich heute ein echter letzter Test sein. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die WM jetzt noch fahren kann, dass man da ein eine Saison halt hat am Ende vom Jahr und ich glaube, so bin ich soweit gut in Schuss und ja, den Rest lasse ich mal überraschen. Ja. Helmut Trettwehr, für die Mannschaft DSA geht es heute um den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Wie sehen Sie denn die Ausgangsposition, dass Sie Ihren Kronprinzenplatz sozusagen behalten können? Ja, es wird richtig, richtig schwer. Der Ricky Zeudl hat nur ein paar Punkte Rückstand auf mich, hat schon mehr Streichresultate wie ich und jeden Punkt, was er heute macht, holt er im Endeffekt auf mich auf und wenn alles normal läuft, muss man so realistisch sein, dann wird er mich wahrscheinlich heute überholen. Also hoffe ich, dass ich einen Dritten halten kann, das ist auch noch nicht so klar, aber ich werde natürlich alles geben, um Zweiter zu bleiben, aber es wird schwer. Hermann Bernsteiner gibt heute eigentlich, wenn man so will, schon sein vorletztes Rennen im Amplatz-Dress. Sie sind ein starker Bergfahrer, es gibt heute sehr viele Höhenmeter, was erwartet man oder was darf man sich von Ihnen erwarten, erhoffen? Ja, wir werden heute natürlich schauen, dass für uns, fürs Team, ein gutes Resultat rausschaut und werden dementsprechend auch vorne. Also wie sich das Rennen dann entwickelt, das werden wir eh sehen. Ich denke, dass es doch ein ziemlich hartes Rennen werden wird. Ausscheidungsrennen wie die letzten Jahre schon. Und ja, aber ich denke, wir haben eine gute Mannschaft da und werden sicher alles geben. Wird ja noch ein Ziel sein heuer, dass man auch die Mannschaftswertung gewinnt, weil diese im Gegensatz zur Einzelwertung noch nicht fix. Ja, auf jeden Fall. Also Mannschaftswertung wollen wir gewinnen. Einzelwertung schaut schon sehr gut aus und ja, heute wollen wir einen Grundstein für die Mannschaftswertung natürlich erlegen. Patrick Gamper hat heute auch den letzten Formtest vor der Weltmeisterschaft in Bergen. Sie sind im U23-Team dabei. Was muss man denn da heute zeigen, persönlich? Fährt man das als Training oder will man da schon noch einmal einen echten Test machen? Nein, es wird schon nochmal ein richtiger Test werden, aber sicher sehr schwierig heute auf der verschärften Strecke nochmal. Wird sicher ein hartes Rennen werden nochmal. Die meisten werden heute ziemlich Gas geben. Die amerikanischen Fahrer werden sicher sehr stark sein. Von dem her werden wir schauen, was für uns drin ist. Erstmals in der heimischen Bundesliga ist auch ein Team aus den USA am Start. Die Rally-Cycling-Mannschaft aus Minneapolis kommt mit jungen Fahrern und startet hier in eine Herbsttournee durch mehrere europäische Staaten. The American Team Rally Cycling, first time. Also zum ersten Mal hier in Österreich mit dabei. Sie kommen eigentlich aus Colorado. Sepp Kuss klingt irgendwie nach einem deutschen Namen. Gibt es da Verbindungen zu Europa? Ja, meine Oma kommt aus Deutschland und ich habe auch einige Verwandte in Österreich. In Austria, where? Wo denn? In Kitzbühel. In Kitzbühel. What do you expect today? Was erwartet er denn hier? I think it'll be a very hard race. The course is sicher ein hartes Rennen. Wir haben gestern schon ein paar Runden gedreht, also wir haben schon ein bisschen die Strecke gelernt und wir werden sehen, wer der Stärkste dann nach 9 Runden sein wird. Ein paar Worte in Deutsch? Ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen, aber ich bin sehr excited für diese Rennen. Okay, good luck. Ja, vielen Dank. Ja, da war unser Interviewer Harald Müllner auch überrascht, wie gut der schon Deutsch spricht. Also, Premiere für die Guys aus Nordamerika
Zurückzulegen sind 185 Kilometer, 9 Runden, eine 20,5 Kilometer Schleife, die Streckenführung heuer neu. Start hier unter der Wallfahrtskirche von Straßengel. Dann geht es wieder rauf nach St. Oswald durch den berüchtigten Luttengraben. Und dann gibt es auch eine neue Bergwertung beim Stift Rhein. Geht es dann wieder in Richtung Gradwein und zurück nach Straßengel. Insgesamt 3080 Höhenmeter warten auf 132 Fahrer. Für die jungen Österreicher, vor allem für die U23-Fahrer, der letzte Test vor dem Start beim WM-Rennen. Die Straßen-WM findet ja in 2 Wochen dann in Norwegen in Bergen statt. Und da gibt es ja auch vergleichbares Terrain, da ist es nämlich auch sehr hügelig. Das ist Hermann Bernsteiner von der Amplatz-Mannschaft, sein vorletztes Rennen also hier auf heimischem Boden. Er ist hier in der ersten Spitzengruppe mit dabei, genauso wie Matthias Kritzek. Bernsteiner hat ja einen World-Tour-Profi-Vertrag bei der Bahrain-Merida-Mannschaft vor kurzem unterschrieben, wird dort als einer der Berghelfer für die schwierigen Bergetappen auf der großen Tour, also im nächsten Jahr, im Einsatz sein. Das ist die erste Spitzengruppe, da haben es 15 Mann geschafft. Einige Deutsche mit dabei, auch einige Fahrer eben vom US-Cycling-Team. Der Vorsprung dieser Spitzengruppe wächst dann an, bleibt aber konstant bei etwa 30 Sekunden. Im Hauptfeld mit dabei Ricardo Zeudel, der ihm dieses Rennen im Vorjahr und auch vor 4 Jahren gewonnen hat. Für ihn der letzte Testlauf, er wurde ja doch überraschend nominiert als Teilnehmer im Einzelzeitfahren, nachdem Matthias Brändle abgesagt hat. Also auch Ricardo Zeudel wird in Norwegen für Österreich an den Start gehen. Das sind diese berüchtigten kurzen, aber doch sehr steilen Anstiege. Sind hier mit der Spitzengruppe unterwegs. Sehr aktiv auch die Slowenen, auch dort einige Fahrer, die sich bereits auf den Einsatz in Norwegen vorbereiten und deswegen auch so ein großes internationales Teilnehmerfeld heuer eben bei diesem Grand Prix in der Steiermark vor den Toren von Graz im steirischen Hügelland. Dann geht es natürlich wieder bergab. Wir sind in St. Oswald und das ist dieser berüchtigte Luttengraben, die Abfahrt eben dann wieder hinunter. Sehr, sehr enge Straßen. Hier natürlich immer wieder die Gelegenheit, auch für Fahrer von hinten wieder mit rasanten Abfahrten aufschließen zu können. Mit der Nummer 192 haben Sie Adam de Vos gesehen. Rechts auch wieder im orangen Trikot der Mannschaft aus den USA mit dabei. Auch die jungen Tirol-Fahrer, die sich sehr aktiv zeigen in der Anfangsphase dieses Rennens. Auch Maximilian Kuhn, der in der Gesamtwertung der Radbundesliga auch ganz vorne mit dabei ist. Wetter wird dann besser, sogar sonniger, also noch immer ideale Temperaturen, auch im letzten Einzelbewerb dieser heurigen Radbundesliga. Das letzte Rennen dann am Attersee wird ja nur ein Mannschaftszeitfahren, das wurde ja heuer neu eingeführt mit dem Titel King of the Lake, geht dann die Straßensaison endgültig zu Ende. Das ist diese neue Bergwertung, nicht sehr steiler Anstieg, aber doch relativ knackig. Für den Gesamtbergwertungssieger gibt es auch eine Geldprämie, also da ein Anreiz auch gut vorne zu sein. Die Spitzengruppe wird dann wieder eingeholt. Es gibt immer wieder Attacken im Rennen. Das Feld hier unterwegs beim Stift Rhein war auch schon Etappenort der Österreich-Rundfahrt in den letzten Jahren und ist also jetzt auch hier in dieser Streckenführung neu vertreten. Die Nächsten, die es versuchen, Dajan Rajovic von der Adria Mobilmannschaft, Emerson Oronti vom US Cycling Team und Ruchi Gai, ebenfalls aus Slowenien, kommen hier bei der Zieldurchfahrt weg. Hier haben sie Ricardo Zeudel, der sich am Ende des Feldes kurz zum
Betreuerwagen zurückfallen. Vorsprung der Dreimannspitze aber nie mehr als 30 Sekunden und es können dann wieder alle zusammenkommen. Wir sind schon unterwegs auf der letzten Runde nach über 4 Stunden Rennzeit. Wieder hat sich eine kleine Gruppe gelöst. 30 Sekunden Vorsprung, Sie sehen es angezeigt für diese 9 Mann. Könnten natürlich jetzt gleich in diesem Anstieg rauf nach St. Oswald verlängern. Im Moment wirken die Fahrer hinten schon relativ müde. Wer ist da mit dabei? Wir sehen Marcel Neuhauser im blauen Faber-Meyer-Wels-Trikot, Adam DeVos, der Kanadier von der US-Cycling-Mannschaft, auch Patrick Gamper, der junge Tiroler im weißen Tirol-Trikot mit dabei, genauso wie Marek Kanecki, der Slowake und der Slowene Pogacar. Patrick Gamper ja heuer mit einer tollen Tour de l'Avenir, wo er lange Zeit Gesamtführender war bei dieser großen U23-Rundfahrt. Von ihnen können dann aber wieder einige Fahrer aufschließen, sind wie gesagt auf den letzten 10 Kilometern hier wieder zurück in Richtung Strassengel. Könnte durchwegs einen Sprint einer größeren Gruppe geben. Noch einmal geht's über die Bergwertung. Patrick Gamper hat da ein bisschen den Anschluss verloren, aber wie gesagt, er muss mit seinen Kräften haushalten, denn in Bergen dann beim unter 23 Straßenrennen werden viele solche kleine Anstiege dann in wenigen Tagen warten. Wir sind schon unterwegs auf den letzten 5 Kilometern. Eine 6-Mann-Gruppe, die hier antritt. Mit dabei Gamper, Neuhauser, DeVos, Pogacar, Bajic, Kanecki. Und die Fans im Ziel warten auf den Zielsprint. Noch 300 Meter. Sehen Sie in Weiß Patrick Gamper, dahinter in Blau Marcel Neuhauser von der Welser Mannschaft. Gamper mit einer guten Position. Da kommt aber DeVos, der Kanadier, der mal vorne ist, auch Pogacar. Neuhauser und Gamper können da nicht mehr ganz mit. Und der Sieg geht sensationell an die US-Cycling-Mannschaft, an das Rallye-Team. Adam DeVos gewinnt vor Pogacar. Patrick Gamper auf Platz 3 vor Marcel Neuhauser. Ricardo Zeudel kommt mit 25 Sekunden Rückstand in der nächsten großen Gruppe ins Ziel und holt damit Rang 2 noch in der Gesamtwertung. Ja, ein toller Einstand also für die Herren aus den USA. Das ist der Sieger, Adam DeVos aus Kanada, und Ricardo Zeudel hat sich auch gut auf seinen WM-Start vorbereitet. Erste Mal hier am Start in Österreich, gleich der erste Sieg. Es hätte eigentlich nicht perfekter laufen können, oder? Also er kann natürlich nicht glücklicher sein. Er ist erst 2 Tage hier in Österreich, aber es gefällt ihm auch hier sehr gut. Auch diese Hügel, das ist ihm ideal entgegengekommen und für das Team natürlich ein super Start jetzt in diese Herbsttournee. Es wird noch einige Rennen geben und da kann man nicht mehr erwarten. Die Streckenführung war schwierig, oder? Ja, diese 2 sehr schwierigen Anstiege habe ich mir gestern aber schon gut angeschaut und habe auch noch genug Kraft gehabt für den Sprint. War wirklich voll motiviert und wirklich eine schöne Streckenführung. Was haben Sie denn bisher schon gewonnen? Ja, einen Sieg habe ich auf Continental-Serie schon in den USA feiern können, war einmal Zweiter in der Gesamtwertung. Aber das Team hat natürlich schon sehr viele Erfolge heuer feiern können, auch bei der Kalifornien-Rundfahrt. Aber ich freue mich, dass ich jetzt hier mit dabei sein kann. Matej Mugerli gewinnt also zum ersten Mal die Rad-Bundesliga vor Ricardo Zeudel und Helmut Rettwehr. Ein schöner Erfolg für mich. Das ganze Jahr ist schon sehr gut gelaufen, aber natürlich so ein Gesamtsieg in der Liga über das ganze Jahr ist sehr wichtig. Was war denn das beste Ergebnis heuer für Sie? Ja, das Wichtigste vielleicht, ein Etappensieg in der Slowakei-Rundfahrt. Da war ich wirklich über 100 Kilometer alleine.
Jetzt geht es natürlich noch für das Team um den Sieg in der Gesamtwertung dann am Attersee. Ja, das ist natürlich für uns besonders wichtig und da werden wir uns noch einmal gut vorbereiten. Und das wird dann am 30. September sein, wenn die Rad-Bundesliga-Saison mit dem Mannschaftszeitfahren rund um den Attersee in Oberösterreich zu Ende gehen wird. Runde, noch vier Runden.